Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um die V-Strom. Wir machen sie komplett reisefertig für die Albanien-Tour. Wie schon in älteren Videos erwähnt, benötige ich ja noch einen Motorschutz und Sturzbügel, damit im Gelände auch alles glatt läuft, falls man mal wegrutscht. Und darum geht es jetzt in diesem Video. Wir räumen noch kurz die restlichen Sachen vom vorherigen Ölwechsel weg. Und dann starten wir direkt rein und zeigen euch den Anbau und wie easy das alles ist. Let's go! Okay, hier haben wir die Motorschutzträger, einmal linke Seite, einmal rechte Seite. Und dazu gehören natürlich auch noch Schrauben, schätze ich. Genau, das sind die Schrauben. Hier haben wir noch Montagehinweis, Bilder und Drehmoment mit Anleitung. Alles klar, ich würde sagen, wir fangen an. Bevor wir die Schrauben am Rahmen für die Sturzbügel entfernen, halten wir den Motorblock von unten mit einem Wagenheber und Holz, da diese Schrauben gleichzeitig für die Motorsicherung zuständig sind. Jetzt können wir die vier Schrauben entfernen und mit den neuen mitgelieferten Schrauben sowie Abstandsbuchsen zu ersetzen. Wenn ihr die Gewinde jetzt ein bisschen gesäubert habt und auch die Buchsen eingelegt habt, könnt ihr auch schon den ersten Motorschutzbügel ranschrauben. Und eins zu eins das gleiche macht ihr auch auf der linken Seite. Und wenn ihr das getan habt, erst dann wieder den Wagenheber unten lösen. Und nicht vergessen, die Schrauben nach genauer Angabe der Beschreibung mit einem Drehmoment von 35 Newtonmetern anzuziehen. So, der erste ist dran. Scheint auch fest zu sein. Und genau eins zu eins das gleiche machen wir jetzt auf der rechten Seite. Wenn ihr beide Bügel montiert habt, kann jetzt die Querstrebe ran, um den perfekten Halt zu haben. Hierbei ist zu beachten, dass man zuallererst beide Bügel handfest verschrauben kann und die Querstrebe dann dazwischen legt, weil wir hier am Kühler zu sehen haben wir sehr wenig Platz. Wenn die Bügel schon auf Newtonmeter angezogen sind, wird es sehr schwer, die ranzubringen. Und da wir keine Kratzer am Motorrad haben wollen und nicht am Plastik, bietet es sich an, die erst handfest oder locker ranzuschrauben, damit man noch ein bisschen Bewegung hat, links und rechts. Und dann die Querstrebe einzulegen und dann diese auch zu verschrauben. Jetzt, wo die Querstrebe und die Bügel hundertprozentig angezogen sind, können wir auch den Wagenheber wieder lösen, da der Motor wieder komplett gehalten ist. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Teil, zum Unterbodenschutz von Heppke & Becker. Richtig stabile Motorschutzplatte. Muss man wirklich sagen, sieht sehr gut aus. Hoffen wir mal, dass die heile bleibt, weil die echt auch schick aussieht, muss ich sagen. Ich mag die gar nicht zerkratzen, auch wenn die dafür im Endeffekt irgendwo gedacht ist. Hier auch wieder alles dabei. Schrauben, Halter für hinten. Hier, da ist der Halter für vorne. Anleitung, alles sehr übersichtlich. Wirklich sehr gut gemacht. Und wie schon gesagt, wir haben wirklich eine sehr, sehr hohe Produktqualität. Also, um die hintere Befestigung anzubringen für die Schutzplatte, müssen wir einmal hier die Auspuffschraube abmachen. Die wird auch ersetzt, wenn ich richtig gelesen habe. Und hier hinten sieht man das? Ja, sieht man das gut. Da sind die beiden Schrauben, die den Seitenständer halten. Die müssen auch raus. Aber die bleiben, richtig? Die bleiben Originalschrauben. Und das versuchen wir jetzt mal, ohne dass was abfällt. So, let's go, den Auspuff ab. Der Halter vom Auspuff, da gibt es eine neue Schraube. Kommt einfach hier so ran, zack, mit einer Buchse. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man das von hier irgendwie sieht. Die Ständerschrauben bleiben ja original, wieder rangebaut. So, irgendwie. So, den ersten Halter haben wir hier befestigt. Hinten am Ständer. Zu empfehlen hier original, wird glaube ich 23 Newtonmeter verwendet. Aber mit Schraubenkleber. Ja, jetzt wird noch der zweite Halter festgemacht. Der hier. So, der zweite Halter ist auch fest. Der letzte, der hier vorne rankommt. Zack, die Scheibe, die wir hintergepackt haben vorhin, die hier hinter war, Distanzscheibe,
mussten wir auf der anderen Seite anbringen, weil sonst das hier irgendwie nicht ganz gepasst hat mit der Ausrichtung. Und jetzt können wir einfach gleich die Platte hier nehmen und dagegen schrauben. Ne? Let's go, machen wir doch mal eben. So, die Platte mussten wir eben mit zwei Händen eben befestigen. Aber super funktioniert. Mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben, wie eben schon gesagt. Sieht man auch hier sehr gut. Das ist ein sehr guter Abschluss mit der Platte. Hier guckt nichts raus. Hier Scharfstellen vielleicht. Sieht echt, echt gut aus. Echt gute Qualität hier innen drinne. Eben gegengezogen. Zack. Alles super. Jetzt mal ein Gesamtbild hier. Mit Sturzbügel, Motorschutzbügel meine ich. Die Platte schützt schön den Ölfilter. Und Teil vom Krümmer mit. So, gehen wir mal rum. Hier noch. So. Den ersten Teil haben wir angebaut. Super easy. Einfach erklärt hier auch. Alles sehr gut beschrieben in den Anleitungen. Die mitgelieferten Schrauben passt alles super. Jo, das war's erstmal von dem Video. Im nächsten Teil, ihr seht schon, geht es dann um die Koffer und Tankrucksack und so weiter. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.